Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Fest der Pferde hier in Graz ist im vollen Gange. Transperfix Junior Tour wurde soeben abgeschlossen mit einer neuen Siegerin. Sie, die zweite Siegerin in diesem Jahr aus Österreich, mit einem neuen Pferd, Candina Teresa Bachler. Teresa, Gratulation zu deinem heutigen Erfolg mit deinem noch ganz neuen, jungen Pferd, das du erst seit wenigen Tagen unter dem Sattel hast. Ja, das stimmt. Ich habe sie seit Sonntag, habe ich bis jetzt ein bisschen mit ihr zusammengespielt und habe mir gedacht, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, hier zu reiten, nehme ich sie gleich mit. Hat sehr gut geklappt, freut mich irrsinnig und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, man hat es aber nicht gesehen, dass es hier bei der Junioren-Tour nicht viele Null-Fehler-Ritte waren. Die Parcours dementsprechend schwer? Natürlich waren sie sicher anspruchsvoll und teilweise schwierige Linien, Distanzen, aber mein Glück sozusagen, waren nicht sehr viele Starter und mit der neuen Stute hat das, glaube ich, hat alles zusammengepasst, ganz gut. Ja, neue Stute, neues Turnier. Wie gefällt es dir denn überhaupt beim Fest der Pferde in Graz? Ja, super. Ich bin das heuer das erste Mal hier und finde ich echt toll, wie alle Turniere wie in der Stadthalle Salzburg. Nein, gefällt mir sehr gut, alles perfekt. Ich wünsche mir dir toi 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 für den Abschluss, fürs Finale morgen bei der Transperfix Junior Tour. Dankeschön.